Vielen Dank, liebe Frau Steifensand, für diese freundliche Begrüßung. Ihnen allen einen schönen guten Abend. Ich freue mich, dass wir wenigstens virtuell zusammen sind. Das bietet leider einige Nachteile, wie Frau Steifensand gesagt hat. Ich würde natürlich gerne mit Musik zu Ihnen kommen, aber das können wir auch nicht nachholen. Einen Vorteil hat Zoom natürlich, dass sich auch entfernte Personen zuschalten können. Und ich habe so manchen illustren Namen von außerhalb Hamburgs gesehen. Das ehrt mich sehr. Vor gut 2 Wochen, am 18. Mai, dann haben wir vielleicht alle an Mahler gedacht, an seinem 110. Todestag. Und ich bin immer froh, dass es so unterschiedliche Anzeichen für Mahlers anhaltende Aktualität gibt. Wir im WDR3 haben an diesem Abend eine Aufzeichnung der 6. Sinfonie, deren langsamen Satzanfang wir gerade gehört haben, gesendet aus Salzburg, eine Aufzeichnung vom letzten Jahr mit den Wiener Philharmonikern und Nelsons. Und da konnte ich Gott sei Dank noch ein bisschen mitwirken im Umfeld und mit den kommentierenden Texten. Denn wie gesagt, eigentlich bin ich schon nicht mehr im WDR tätig. Und dass Sie in Hamburg eine maleraffine Stadt sind, das haben wir ja gerade im Vorspann schon erlebt, in einem wunderbaren Gästebucheintrag. Und das ist natürlich bei Ihrem maleraffinen Generalmusikdirektor Kent Nagano auch kein Wunder. Da ist dieser Komponist ja bestens aufgehoben. Literarisch geht es auch immer wieder um Maler. Zuletzt in dieser Novelle von Robert Seethaler, der letzte Satz, egal was man davon hält. Und ich freue mich immer wieder, dass es auch Umsetzungen in die Malerei gibt. Über ein paar dieser Umsetzungen habe ich damals in Toblach gesprochen. Und heute soll es eben ausschließlich um das große Bild von Max Oppenheimer gehen. Und die Geschichte dieses Bildes und die Geschichte von Oppenheimer ist ein Zeugnis von Mahlers Nachwirkung über Jahrzehnte nach seinem Tod. Max Oppenheimer ist der Schöpfer dieses Malerporträts, das ikonografisch ganz korrekt und charakteristisch ist. Der zurückweichende Haaransatz, die markante Nase, die zusammengekniffenen Lippen, die blitzenden Brillengläser, das alles ist uns ja von vielen Fotografien vertraut. Und dieses scharf geschnittene Seitenporträt, diesen Ausschnitt, der bildet den perspektivischen Mittelpunkt des großen Orchesterbilds von Max Oppenheimer, das Sie kennen und weshalb wir heute hier zusammen sind. Wir werden Mahlers Physiognomie im Laufe des Abends noch ein paar Mal begegnen, auf Fotos und auch in literarischen Schilderungen. Und ich wollte den Abend mit diesem Porträt, einem Ausschnitt aus dem Orchesterbild beginnen und nicht mit einer totalen des Gesamtbildes. Denn Oppenheimer war, trotz seiner Beherrschung auch der großen Form, eigentlich ein Porträtmaler. Und so werden wir uns mit den Abbildungen, die ich vorbereitet habe, manchmal ganz nah an das Bild heranzoomen und manchmal es auch aus der Ferne betrachten und umkreisen. Und ich bin sehr froh, und dass ich die Hände frei habe, weil Herr Behnert uns bei diesem Perspektivwechsel unterstützt. Das große Bild, die Philharmonika, was wir ja gerade auch im Vorspann gesehen haben, das, genau, da ist es. Das kennen Sie ja nun tatsächlich in Lebensgröße sozusagen. Das entstand zwischen 1934 und 1952. Der Genese nach, es ist ein Wiener Bild, deshalb betone ich es immer auf der ersten Silbe, die Philharmonika. Es misst circa 3 mal 5 Meter und ist ein Triptychon, ein Ölbild auf Leinwand, die auf 3 Holzplatten aufgezogen ist. Die Anschlussstellen zwischen den 3 Platten sind auch auf unserer Abbildung ganz deutlich zu sehen. Eine geht durch den Konzertmeister, den weißhaarigen Herrn links vorne, und ist auf dessen schwarzem Frack sehr deutlich auszumachen. Und die zweite Anschlussstelle sieht man am besten in der goldfarbenen Klangwolke in der Verlängerung des rechten Dirigentenarms. Da sehen Sie also, dass es aus den 3 gleich großen Holztafeln besteht. Das Bild befindet sich im Besitz der Österreichischen Galerie in Wien im oberen Belvedere, leider jedoch nicht permanent ausgestellt und im Moment im Depot. Der Maler Max, eigentlich Maximilian Oppenheimer, kam 1885 in Wien zur Welt, in einer assimilierten jüdischen Familie.
Sein Vater war Journalist und sein um ein Jahr jüngerer Bruder Friedrich ist in Wien noch als Schriftsteller bekannt. Er publizierte unter dem Pseudonym Friedrich Heidenau. Unser Maler Max Oppenheimer starb 1954 im Exil in New York. Oppenheimer führte ein durchaus unstetes Leben mit zahlreichen Umzügen und Atelierwechseln, beispielsweise zwischen Wien und Berlin. Deshalb fasse ich sein Leben jetzt etwas kursorisch zusammen. Oppenheimer studierte Malerei in Wien und Prag. Nach 1901 hatte er erstmals große Einzelausstellungen in München und Berlin. Und 1908 stellte er in der Wiener Sezession im Sezessionspavillon aus, übrigens zusammen mit Oskar Kokoschka, und erteilte sich in Wien ein Atelier mit Egon Schiele. Ich erwähne diese beiden nicht nur, weil Kokoschka und Schiele heute die wesentlich bekannteren Namen sind, sondern deshalb, weil alle drei, Oppenheimer, Kokoschka und Schiele, in diesen Jahren nach der Wende zum 20. Jahrhundert die Porträtmalerei wesentlich vorangetrieben haben. Weg vom akademischen oder bürgerlich repräsentativen Abbild des 19. Jahrhunderts hin zu einem psychologisch durchleuchteten modernen Porträt. Und das geschah auch nicht von ungefähr in Wien und eben zu der Zeit, als Sigmund Freud dort seine Psychoanalyse begründete. Und Porträts hat Oppenheimer auch hier in dieses große Orchesterbild eingebaut. Einen, den wichtigsten, haben wir gerade schon vergrößert gesehen, den Dirigenten Gustav Mahler. Aber es gibt auch andere ganz bestimmte und identifizierbare Orchestermitglieder. Hinweisen möchte ich Sie auf den Konzertmeister. Es ist Arnold Rosé, eine eminent eindrucksvolle Persönlichkeit, der wir im Laufe des Abends noch mehrfach begegnen werden. Es gibt auch Aufnahmen noch von Rosé, die kann ich leider eben aus technischer Unzulänglichkeit im Zoom so nicht abspielen, aber wie gesagt, das können wir hoffentlich nachholen. Oppenheimer signierte seine Werke mit dem Akronym MOP, das M für seinen Vornamen Max und OP für Oppenheimer. Und was zunächst spielerisch wirkte und als Markenzeichen gedacht war, das nutzte ihm im amerikanischen Exil, wo er MOP tatsächlich als offiziellen Namen führte. Ab 1911 hatte Oppenheimer ein Atelier in Berlin. Und 1915, mitten im Ersten Weltkrieg, geht MOP aus Berlin in die Friedliche Schweiz, woher 1921 in Genf das Atelier des Malers Ferdinand Hodler übernimmt. Hodler war 1918 gestorben und in dessen großem Atelier hatte MOP nun Raum für monumentale Formate. Und hier malte er auch sein erstes großes Orchesterbild. Und Achtung, Sie werden es jetzt gleich sehen, es ist noch nicht das Bild, das wir gerade betrachtet haben und was Sie kennen und was wir heute intensiver betrachten wollen, sondern dieses erste frühe Orchesterbild, Sie sehen es, sieht ganz anders aus. Diese erste Version mit dem Titel Das Orchester oder auch Das Konzert entstand, wie gesagt, zu Beginn der 1920er Jahre in Genf und wurde 1923 in Genf und Paris erstmals ausgestellt. Das Bild ist mit 3 x 4,30 m beinahe ebenso groß wie die spätere Version und ist ihr in vielen Details ähnlich. Beispielsweise mit dem Dirigenten Mahler als zentraler Gestalt. Aber auch da sehen Sie schon, der ist ganz anders wahrgenommen als in dem Bild, was Sie kennen. Nicht nur Maler, sondern auch die Orchestermusiker sind anders gemalt. Alles wirkt viel zeichnerischer, distanzierter, kühler und wie ich finde geradezu karikaturhaft. Auch das Setting, der Hintergrund ist völlig anders. Hier in dem frühen Bild ist die dunkle linke Hälfte mit Säulen architektonisch gegliedert und durchgestaltet. Dafür ist die goldene Klangwolke, die von rechts in dem Bild strömt, doch ein bisschen schütter und viel weniger überwältigend als in dem Ihnen bekannten Gemälde. Dieses erste große Orchesterbild war lange verschollen und ist bislang tatsächlich nur wenigen Spezialisten bekannt. Es ist auch nicht zu besichtigen, denn es hängt in einer privaten Sammlung, der Sammlung Hans Dicherns. Der war als Besitzer der Kronenzeitung so etwas wie der Axel Springer in der österreichischen Presselandschaft. Und alle bekannten Äußerungen, die ich Ihnen später noch zitiere, von Thomas Mann und Max Oppenheimer selber, die beziehen sich auf diese, auf die frühe Version des Bildes. Auch hier hat Oppenheimer natürlich schon Porträts eingebaut.
Und eine etwas skurrile Variante möchte ich Ihnen jetzt zeigen, in Gestalt des Solobassisten. Denn dieser Solobassist ist ein Porträt tatsächlich von Ferdinand Hodler. Und es ist eine posthume, aber völlig branchenfremde Hommage an den berühmten Schweizer Kollegen. Und Oppenheimer hat ihn hier hineingemalt in dieses Bild, da es ja in Hodlers ehemaligem Atelier entstanden ist. Und nur ein Detail, wenn Sie sich das Notenpult anschauen, es schwebt einfach in der Luft. Da erlaubt sich Oppenheimer eine Freiheit, wie wir später auch noch andere sehen werden. Übrigens hat sich Oppenheimer auch in dieses frühe Bild selber hineingemalt. Und zwar links in die ersten Geigen, am dritten Pult außen. Das sehen wir jetzt mit einer etwas lässigen Beinhaltung. Ich muss immer so lachen, weil unser Bonner Konzertmeister tatsächlich immer so spielt. Er ist ein wunderbarer Geiger, aber er hat das rechte Bein immer nach hinten ausgestellt. Und das sieht ein bisschen unbeholfen aus. Es ist ja eine jahrhundertealte Praxis, dass ein Maler sich selber in einem Gemälde versteckt. Aber dass Oppenheimer sich hier als Geiger malt, das lag nicht so besonders fern. Denn er war tatsächlich ein begabter Geiger und er besaß vor allen Dingen ein sehr wertvolles Instrument. Eine alte italienische Geige von Niccolò Amati. Und es gibt eine sehr schöne Fotografie von Oppenheimer vor diesem frühen Orchesterbild, wo er sich mit der Geige und angesetztem Bogen vor diesem Bild malt. So, und ich bin völlig begeistert immer wieder von dieser Abbildung, wie er sich da selber als Solist in seinem Orchester, vor seinem Orchester inszeniert und auf seiner Amati spielt. Und der multiple begabte Oppenheimer hatte sogar vor, eine Monographie über Niccolò Amati zu schreiben, den berühmten italienischen Geigenbauer des 17. Jahrhunderts. Nach einigen Jahren in Genf zog Mopp Mitte der 1920er Jahre wieder nach Berlin, der österreichischen Avantgarde-Stadt im deutschen Sprachraum. Doch mit dem Aufkommen des Nationalsozialismus ahnte er als Jude kommendes Unheil und übersiedelte 1932 in seine Geburtsstadt Wien. Und daran tat er gut, denn gleich nach dem Reichstagsbrand 1933 wurden Mopps Gemälde in Deutschland konfisziert und als jüdisch entartet in Verwahrung genommen, beziehungsweise ausgestellt, allerdings nur in der berühmt-berüchtigten entartete Kunstausstellung 1937. Der Staat stellt nun im Parterre der Hofburg einen Saal zur Verfügung. Und hier entsteht die uns bekannte zweite Version des Orchesterbilds mit dem Titel Die Philharmoniker. Gemeint sind natürlich die Wiener Philharmoniker. Und jetzt im direkten Vergleich mit dem frühen Bild werden Sie auch empfinden, um wie viel wärmer und auch durchaus überwältigender diese zweite Version des Orchesterbildes wirkt. 1935 schreibt Oppenheimer in mehreren Briefen über sein Vorhaben eines neuen Orchesterbildes. Ich habe mich wieder an meine drei großen Holztafeln gemacht. Nun soll ein neues Orchester entstehen, diesmal die Philharmoniker. Nur verbessert in der Komposition und vor allem in der malerischen Struktur schöner, kontrastreicher, tiefer in den Farben und mit größerem Elan gemalt. Die Zeichnung wird heute noch beendet und übermorgen soll mit dem Malen begonnen werden. Ich hoffe, bis zum Herbst fertig zu werden. Diese Briefstelle gibt uns natürlich eine Mitteilung, wie Oppenheimer gearbeitet hat. Zuerst hat er nämlich mit Kohlestift die Figuren und alle Einzelheiten auf der Leinwand vorgezeichnet und dabei die Bildkomposition festgelegt. Und dann erst hat er mit Farbe, in unserem Fall mit Öl, die Ausgestaltung begonnen. Wenn ich das nächste Mal live bei Ihnen in Hamburg bin, dann bringe ich den von Frau Steifens schon angesprochenen Filmausschnitt mit, wo Mopp Heinrich Mann malt. Und da kann man genau dieses Verfahren sehen, wie er zuerst mit Kohlestift vorzeichnet und danach farbig die Flächen entsprechend ausfüllt. Im Herbst 1935 ist Oppenheimer allerdings entgegen seiner Hoffnungen noch längst nicht fertig, sondern ist im September noch mitten in der Arbeit. Denn er schreibt in einem Brief mit einer für uns Malerfreunde ganz erstaunlichen Aussage, dass er nämlich zunächst einen berühmten, lebenden zeitgenössischen Dirigenten porträtieren wollte. Er schreibt: Ich hatte die Absicht,
Toscanini als Dirigenten für mein neues Orchesterbild zu malen. Schon war alles in die Wege geleitet und ich hätte in Salzburg während der Proben arbeiten sollen. Toscanini war einer der Dirigenten der Festspiele 1935. Jedoch, ich blieb meiner ersten Absicht treu und stelle wieder Gustav Mahler dar, dessen Gesicht besser in den Rahmen meiner Komposition passt. Dieses brillenscharfe Antlitz, diese ekstatischen Bewegungen, die ich trotz so langer Zeit, Mahler starb vor bald 25 Jahren, noch immer vor meinem inneren Auge habe. Bitte behalten Sie doch mal die Charakterisierung dieses brillenscharfe Antlitz im Gedächtnis. Eine ganz idiomatische Formulierung, der wir später nochmal begegnen werden. Die gerade gehörten Briefzitate stammen, wie gesagt, aus dem Jahre 1935. Da ahnte Oppenheimer noch nichts von dem nochmaligen Exil und dass das Bild erst 1952 vollendet sein würde. Denn im März 1938 konnte Oppenheimer Wien im letzten Augenblick vor Hitlers Einmarsch verlassen. Mopp ist nach Zürich geflohen, er konnte dort unterkommen. Und das Kunsthaus in Zürich ist ein wunderbares Museum, die jetzt gerade einen Anbau von Chipperfield gemacht haben, der wird im Herbst fürs Publikum geöffnet. Das Kunsthaus in Zürich hat ihm einen eigenen Saal zur Verfügung gestellt zur Weiterarbeit an den Philharmonikern. Und dort wurde das zweite Bild, also die Fassung, die Sie besser kennen, 1938 auch gezeigt. Und dort entstand auch dieses Foto, das Mopp vor dem großformatigen Gemälde zeigt. Diesmal allerdings ohne Geige. Im Januar 1939 gelingt Mopp die Ausreise nach New York mit dem Riesenbild von 3x5 Metern auf 3 Holzplatten im Gepäck. Mopp lebt und arbeitet in einer Atelierwohnung in einem Gebäude, das einen noblen Namen und eine feudale Adresse hat. Das Hotel des Artistes ist ein heute noch bestehendes Gebäude mit Studio- und Atelierwohnungen am Central Park West. Das wird Oppenheimers Fixpunkt für die letzten 15 Lebensjahre. Und hier habe ich Ihnen mal die Innenansicht einer zweigeschossigen Atelierwohnung mitgebracht, so wie sie auch Oppenheimer bewohnte. Wir kennen das aus Fotos, dass genau sich diese Treppe im Hintergrund erhebt. Also nicht diese Wohnung, aber eine ähnliche. Und Sie sehen schon, dass das eine wunderbare Atelierwohnung ist für einen Maler. Einmal hat er Raum für riesige Formate und zum anderen sind die hohen Fenster und der gleichmäßige Lichteinfall aus Nordost natürlich für einen Maler ideal. Wie Sie in dem kleinen Banner oben rechts sehen, habe ich das Foto von einer Immobilienseite, denn ab und zu gibt es im Hotel des Artistes immer noch eine Wohnung zu mieten oder gar zu kaufen. Natürlich zu den horrenden Preisen, die in Manhattan mittlerweile üblich sind. Und die Eingangssituation des Hauses, die Sie hier sehen, das unmittelbar am Central Park West liegt und den Eingang in der 67. Straße hat, ist heute ein luxuriöses Kondominium. Das heißt, es besteht aus Eigentumswohnungen, aber es gibt auch Gemeinschaftseinrichtungen wie ein Fitnessclub, ein Schwimmbad, ein Restaurant und so weiter. Und immer, wenn ich in Manhattan bin, das letzte Mal ist jetzt natürlich schon einige Zeit her, da gehe ich bei einem Spaziergang durch den Central Park natürlich hier vorbei und denke an Oppenheimer und auch an Gustav Mahler, dessen erste New Yorker Bleibe, das Hotel Majestic, nur 5 Blocks weiter nördlich stand. Oppenheimers Orchesterbild wird 1940 in New York ausgestellt und reist tatsächlich auch durch die USA zu verschiedenen Stationen. Aber es wird immer noch differenziert und Oppenheimer arbeitet Details des Bildes aus bis 1952, also bis kurz vor seinem Tod. Und es gibt diese skurrile Geschichte, er hat das geschrieben, dass ihn 1952 ein amtierender Vorstand der Wiener Philharmoniker besucht, das ist der Fagottist Rudolf Hanzel gewesen. Und Oppenheimer war von dessen Kopf- und Gesichtsausdruck so begeistert, dass er sogar überlegt, diesen Hanzel noch in das Gemälde mit hineinzunehmen. Hanzel ist 1912 geboren, der hatte mit Mahler natürlich überhaupt nichts mehr zu tun, aber da sieht man nur, wie idealisiert Oppenheimer tatsächlich auch sein Gemälde betrachtet hat.
Leider hatte er nach Kriegsende keinen Erfolg mehr, jedenfalls keine Erfolge, die an die Vorkriegsmeriten anknüpfen konnten. Denn in seiner alten europäischen Heimat, da kam ganz andere abstrakte Malerei in Mode. Mupp hoffte immer noch auf den Ankauf dieses Bildes für die wiederaufgebaute Wiener Oper und korrespondierte darüber auch mit dem Wiener Kulturstadtrat. Vor allem wünschte sich aber Oppenheimer selber noch einmal zurückkehren zu können nach Europa, nach Wien. Das war ihm aber leider nicht mehr vergönnt. Mupp stirbt verarmt und vereinsamt am 19. Mai 1954 an einem Herzschlag in seinem Atelier. Es war 19. Mai, ein Tag nach Mahlers 43. Todestag. Und erst nach Mopps Tod entschlossen sich das Wiener Ministerium für Unterricht, das Bild für 52.000 Schilling, umgerechnet damals etwa 9.000 D-Mark, zu kaufen. Allerdings erst einmal zerlegt in drei Tafeln, die zunächst eingelagert wurden. 1960 wurde das Bild zur großen Ausstellung anlässlich von Mahlers 100. Geburtstag, der großen Zentenarfeier in Wien gezeigt. Dann erst wieder 1985 und zuletzt vor 10 Jahren zum 100. Todestag von Mahler. Da habe ich das Bild zum ersten und leider auch letzten Mal gesehen, denn dieses Glanzstück aus einem der schönsten Wiener Museen, dem oberen Belvedere, ist derzeit, wie gesagt, leider im Depot. Man kann sich bei diesem riesigen Gemälde in zahlreiche Details vertiefen, doch immer wieder wechselt auch der Fokus in den Weichenblick, nimmt das große Ganze der Komposition wahr, etwa den symmetrischen Aufbau. In der Vertikalen wird die Struktur durch die drei Säulen von Orgelpfeifen bestimmt, rechts, links und in der Mitte. Und genau in der Mitte des Bildes steht der Dirigent Mahler, dessen charakteristischer Kopf gerahmt wird von der goldglänzenden Harfe. Mahlers Körper bezeichnet die Vertikale und seine Arme zeichnen die wellenartige Erhebung des Orchesters nach rechts wie nach links nach. Das Orchester füllt die untere Bildhälfte, im Vordergrund die Streicher, wobei sich erste Geigen links und zweite Geigen rechts gegenüber sitzen. Links vom Dirigenten kann man die Holzbläser ausmachen, rechts die Hörner und Blechbläser. In der Mitte die Celli, die einen Durchblick gewähren auf den Dirigenten. Aber gerade in diesem Ausschnitt, da sehen wir dann ein paar seltsame Dinge, die wir jetzt in der Vergrößerung mal betrachten wollen. Wenn Sie sich die Noten angucken, die stehen überhaupt nicht auf einem Pult, sondern sie schweben frei in der Luft. Dafür steht hinter dem Klavier ein Notenständer ohne Noten. Aber überhaupt ein Klavier, das passt doch gar nicht in ein Bild, das eine Mahlersymphonie abbilden soll. Denn ein Klavier kommt in Mahlersymphonien nicht vor. Und einen Pianisten sieht man auch nicht. Bloß, wenn Sie genau hinschauen, dessen Hände. Und im Übrigen einer ganz charakteristischen Anstellung. Denn da hat Oppenheimer wieder etwas oder jemanden in sein Gemälde hineingeschmuggelt. Wenn Sie sich nämlich diese ausdrucksvollen Pianistenhände anschauen, dann zeige ich Ihnen hier, wer sich in diesem Bild eigentlich versteckt. Es sind nämlich die Hände des berühmten Pianisten Ferruccio Busoni. Der Vergleich mit diesem Porträt macht es deutlich. Busoni war zwar schon 1924 gestorben, aber Oppenheimer hatte ihn bereits 1916 gezeichnet. Mit genau dieser charakteristischen Handstellung. Und diese Hände hat Oppenheimer 20 Jahre später, 1936, in sein farbiges Busoni-Porträt übertragen, das Sie hier links sehen. Und der Einfachheit halber hat er dann auch ohne die Gestalt Busonis die Hände in sein großes Orchesterbild übernommen. Wenn das auch ikonografisch bzw. musikalisch nicht korrekt ist, so gibt es natürlich doch eine enge Beziehung zwischen Mahler und Busoni, wie viele von Ihnen wissen. Denn ein Orchesterstück von Busoni, die Berceuse Elegiaque, die stand auf dem Programm des letzten Konzerts, das Mahler dirigiert hat, im Februar 1911 in New York. Es war die Uraufführung dieses Werks und Busoni war anwesend, übrigens in derselben Loge wie Arturo Toscanini. Und als der todkranke Mahler seine letzte Überfahrt nach Europa machte, da war auch Busoni an Bord der SS Amerika. Und insofern macht es doch einen hintergründigen Sinn, dass Busonis Hände auf diesem Orchesterbild verewigt sind.
Wir gehen noch zu einem anderen instrumentalen Detail aus diesem Bild. Wenn Sie hier mal die Pauke angucken, das ist doch geradezu comichaft gestaltet. Wie in der Luft stehende Tennisbälle sieht das aus, wenn Oppenheimer die akustische Energie des Paukenwirbels malerisch einfriert. Aber dieser Paukenwirbel, der hat seinen dramaturgischen Sinn. Er unterstreicht die Kraft der Posaunen und der Tuben rechts aus dem Bild heraus. Denn im Gegensatz zur unteren Bildhälfte ist die obere Bildhälfte ganz flächig. Und Mopp hat sie gestaltet wie einen Kampf des Lichts gegen die Dunkelheit, so empfinde ich das immer. Das Schwere, das Düstere, das bedrohliche Dunkel von links wird von den strahlend hellen, geradezu heldischen Klängen der Blechbläser und der Pauke von rechts durchdrungen und verdrängt. Und ausgelöst wird diese goldene Klangflut, die sich über das gesamte Orchester ausbreitet, durch den Zauberer in der Mitte, Gustav Mahler. Denn der ruft mit seiner Rechten, wie mit einem Zauberstab, die Kräfte des Lichts hervor. Noch ein Detail. Links neben den mittleren Orgelpfeifen, da sehen Sie direkt über den Musikerköpfen eine Treppe. Und wenn die führt, finde ich immer wie eine Himmelsleiter nach oben und in ihrer gedachten Verlängerung genau in diesen Klanghimmel rechts hinein. Ein kleines Symbol der Transzendenz, die durch und mit Musik erreicht werden kann. Und der goldene Klangfluss, der ist für mich, wenn Sie in Ihrem Museum vor dem Bild stehen, wird sich das genauso mitteilen, geradezu körperlich erfahrbar. Wie vom Himmel herab ergießen sich diese gemalten Klänge auch über uns, die Betrachter des Bildes oder eben die Zuhörer von Mahlers Musik. Ich finde es so faszinierend, dass man wie in einem Wimmelbild eines Kinderbuchs immer neue Details finden kann, wenn man ganz nah an das Bild herangeht. Und mit jedem Schritt, den man vom Bild zurücktritt, erfährt man die musikalische Wucht der Gesamtkonzeption. Apropos Wucht, Oppenheimer hat einmal geschrieben, das Bild solle den Moment darstellen, in dem im Finale von Mahlers Vierte die Gesangsstimme zum Orchester hinzutritt. An dieser Äußerung zeigt sich, wie wenig dieses Bild eine realistische Abbildung ist, sondern eine bildnerische Transzendenz. Denn der verzauberte Augenblick, wenn die Sopranistin, die eine engelhafte Stimme vom Himmel anhebt mit »Wir genießen die himmlischen Freuden«, das ist der, abgesehen von der hier im Bild fehlenden Sängerin, keineswegs derart martialisch, wie es hier malerisch umgesetzt wird. Aber es ist natürlich ein echter Malerklang und Oppenheimer hat aber nicht nur an Mahler gedacht, sondern auch sich selber. Er verstand es nämlich immer gut, in eigener Sache Reklame zu machen. Und sein monumentales Orchesterbild sollte von einer richtig gehenden Werbekampagne begleitet werden. Dazu gehörte, dass sich Mopp selbst äußerte und in einer weit verbreiteten Berliner Zeitung, dem Berliner Tageblatt, im Oktober 1926 einen längeren dreiteiligen Artikel schrieb mit dem Titel »Wie ich das Orchester malte«. Als Ausgangspunkt beschreibt Mopp eine Probe zu Mozarts Figaro mit dem Wiener Operndirektor Gustav Mahler, die wahrscheinlich im März 1906 stattgefunden hatte. Mahlers konzentrierte Energie hatte Oppenheimer derart gebannt, dass er über Mahler als Orchesterleiter schreibt. Und das ist für mich eine der farbigsten und treffendsten Charakterisierungen Mahlers. Und man spürt, dass Oppenheimer selber ein Geiger mit musikalischer Erfahrung ist. Zuerst schildert Mopp seinen Eindruck des Instrumentengewirrs im Orchestergraben und dann fährt er fort, in der Mitte wie eine Bibel, hoch und geöffnet die Partitur. Ein Stäbchen durchschneidet sie schräg. Eine Tür klappt auf. Die Helle, die sie hereinwirft, lässt einen dunklen, mageren Mann erkennen, der eilends der Mitte zustrebt. Jetzt, da er empor ist, erstirbt, schweigt alles. Klar zeichnet sich vom grellen Notenblatt sein feines Profil. Nun, wenn das Stäbchen hebt, spielen sie leise und zärtlich. Ein Klopfen und zu den ersten Violinen. Meine Herren, alle zugleich, unisono. Und nach 5 Takten, ohne Crescendo. Und jetzt, das Stäbchen mahnt eindringlicher, ohne Decrescendo bitte. Und nun hämmert das Stäbchen fiebrig. Aber meine Herren, die zweiten Geigen, Pult 4, spielt unrein. An der Spitze des Stäbchens, das rhythmisch im Ausmaß von nur 2 Zentimetern sich hebt und senkt, hängen 140 Augen. Jetzt rundet er die linke und die Oboen sitzen ein. Die Hand fällt
und mit ihr resigniert auch die Rechte. Töne verebben, manche Musiker legen die Instrumente weg. Meine Herren, Mozarts Musik erfordert höchste Klarheit, Präzision und vollendeten Ausdruck. Ich dulde kein Schleppen. Takt 3 nach Buchstabe B. Und so geht es weiter. Mopp beschreibt nun das Orchester, ehe er nochmal auf den Dirigenten Mahler kommt. Über dem Gewoge die Arme des bleichen Magiers, manchmal wie segnend und dann wieder herrisch oder beschwörend. Wie eine dunkle Flamme, die aufspringt, in sich zusammensinkt, zur Seite geneigt, flüsternd oder drohend aufpeitschend oder beschwichtigend. Und ich glaube, das ist doch eine Beschreibung, die sehr gut zum Porträt hier in diesem Bild auch passt. Mopp schert sich in seinem Bild trotz der Realität einzelner Porträts nicht um Exaktheit, das haben wir gesehen. Ein genaues Porträt hingegen ist eben die Figur Mahlers, der wie ein antiker, blitzeschleudernder Zeus da steht, die Massen beherrscht und mit seinem rechten Arm den blechbewehrt goldfarbenen Akkord hervorruft. Aber Mopp hat nicht nur selbst im Berliner Tageblatt über das Bild geschrieben, er hat auch den Schriftsteller Thomas Mann propagandistisch eingespannt. Den hat er nämlich 1926 gemalt. Und ich finde das ein ganz charakteristisches und bemerkenswertes Porträt. Wenn Sie noch einmal die Brille ansehen. Sie ist für den Schriftsteller ein Instrument oder Symbol der Klarsicht, des Durchblicks. Zugleich ist die Brille aber auch abweisend, indem sie spiegelt. Man bringt also nicht richtig durch zu Thomas Manns Lesen. Als Mopp 1926 an diesem Porträt des Schriftstellers arbeitete, bat er Thomas Mann um einen Artikel über das Orchesterbild. Und Manns Aufsatz erschien ebenfalls im Berliner Tageblatt unter dem Titel Symphonie. Ich möchte Ihnen nur einen Absatz zitieren. Und wenn Thomas Mann von Mahlers Brillen- und lippenscharfer Physiognomie spricht, dann wissen Sie ja, woher Oppenheimer in seinem Aufsatz diese Charakteristik hat. Er hat sie dem Dichter Thomas Mann abgelauscht. Thomas Mann schreibt über das Bild: Es zeigt ein modernes Orchester in voller Tätigkeit, wohl 70 Mann stark, geführt von einem Dirigenten, dessen Brillen und Lippen auch für Physiognomie in ihrer Willensekstase und religiösen Intelligenz an diejenige Gustav Mahlers erinnert. Sein vor byzantinischem Golde stehendes Profil, sein emporgeworfener Arm befehligen ein brausendes Tutti, das man hört. Wahrhaftig, es drängt mich, von der unglaublichen akustischen Wirkung des Bildes zu zeugen, der suggestiven Macht, mit der es das geistige Ohr des Beschauers halluzinatorisch mit der gesättigten, üppig kolorierten Klangmasse heutiger Instrumentalmusik erfüllt. Das geistige Ohr des Beschauers. Dieser Bildbruch, diese Katachrese ist ganz bewusst eingesetzt. Und wenn Thomas Mann von der unglaublichen akustischen Wirkung des Bildes spricht, so können wir ihm, glaube ich, zustimmen. Thomas Mann hat dichterisch bezwingend das beschrieben, was wir erspüren, wie sich nämlich die Abbildung von Musik im Betrachter wieder zurückverwandelt in imaginierten Klang, in Musik. Aber der emphatische Dichter hat es auch ein wenig zu sehr erfüllt, denn er hat das Orchester in seiner Größe doch gewaltig überschätzt und hat sich verzählt. Es sind nicht etwa 70 Musiker, sondern bloß die Hälfte, die hier abgebildet ist. Aber ich finde das ganz bezeichnend, da es ja bezeugt, wie suggestiv Klangfülle und Akkordballung mit malerischen Mitteln dargestellt wird. Man sieht einen viel stärkeren Klang, als er tatsächlich von so wenigen Musikern hervorzurufen ist. Noch einmal, diese propagandistische Beschreibung und auch Mopps Beschreibung bezieht sich auf das frühe Orchesterbild, das ich Ihnen anfangs gezeigt habe. Aber alles lässt sich, zumal in der Beschreibung des Dirigenten, ohne Einschränkung auch auf unsere zweite, späte Fassung übertragen. Bleiben wir noch einen Moment bei Thomas Mann und dessen dichterischer Einwebung der Gestalt Gustav Mahlers in sein eigenes schriftstellerisches Werk. Ein bemerkenswertes Stilelement des Schriftstellers Thomas Mann ist ja sein Prinzip der Montage, auf das er selber oft verwiesen hat. Thomas Mann nimmt historische Fakten oder Personen, inkorporiert sie in seine Werke und lässt, wie er schreibt, die Ränder verwischen.
So machte er es auch mehrfach in der Aneignung mit der Gestalt Gustav Mahlers. Thomas Mann hatte Mahler ja noch selbst als Dirigenten erlebt und zuletzt im September 1910 in München bei der Uraufführung der 8. Symphonie, der sogenannten Symphonie der 1000. Und wenn ich Ihnen jetzt zwei Stellen aus Thomas Manns Werk zitiere, dann werden Sie bemerken, wie sehr ihn Oppenheimers Malerbildnis ergriffen haben muss, wie sehr die malerische Porträtierung Oppenheimers und die dichterische Beschreibung aus der Feder Thomas Manns zusammenfallen. Die erste Beschreibung stammt aus Der Tod in Venedig von 1911. Dort erhält die Hauptperson, der Schriftsteller Gustav von Aschenbach, nicht nur den Vornamen, sondern auch die Physiognomie Gustav Mahlers. Gustav von Aschenbach war etwas unter Mittelgröße brünett rasiert. Sein Kopf erschien ein wenig zu groß im Verhältnis zu der fast zierlichen Gestalt. Sein rückwärts gebürstetes Haar, am Scheitel gelichtet, an den Schläfen sehr voll und stark ergraut, umrahmte eine hohe, zerklüftete und gleichsam narbige Stirn. Die Bügel einer Goldbrille mit randlosen Gläsern schnitt in die Wurzel der gedrungenen, edel gebogenen Nase ein. Der Mund war groß, oft schlaff, oft plötzlich schmal und gespannt. Die Wangenpartie mager und gefurcht, das wohl ausgebildete Kinn weich gespalten. Und über 30 Jahre später, im letzten Roman, im Dr. Faustus, taucht eben dieselbe Gestalt noch einmal auf. Sah ich recht hin, saß er da als was Besseres, hat einen weißen Kragen um und einen Schleifenschlips, auf der gebogenen Nase eine Brille mit Hornrahmen, hinter dem feuchtdunkle, etwas gerötete Augen schimmern. Eine Mischung von Schärfe und Weichheit das Gesicht, die Nase scharf, die Lippen scharf, aber weich das Kinn mit einem Grübchen darin, ein Grübchen in der Wange noch obendrein. Bleich und gewölbt die Stirn, aus der das Haar wohl erhöhend zurückgeschwungen, aber von der es zu den Seiten dicht, schwarz und wollig dahin stand. Soweit Thomas Manns beide Malerporträts in zwei sehr bekannten Stellen aus seinem Werk. Hier könnte man jetzt einen ganzen Abend machen über die Voraussetzungen und auch die Folgen dieser Beschreibungen. Aber heute geht es ja um Oppenheimers Bild. Auf ein paar Details aus diesem Bild möchte ich Sie nämlich noch hinweisen. Deshalb zunächst einmal ein Blick auf die durchaus unterschiedlichen Solo-Kontrabassisten in den beiden Versionen des Orchesterbilds. Hier zunächst nochmals die frühe Variante. Das Porträt von Ferdinand Hodler kennen wir jetzt schon, der da hinein komponiert worden ist. Mir geht es aber jetzt um ein instrumentaltechnisches Detail, denn schauen Sie sich mal an, wie der Musiker den Bogen hält, nämlich mit dem sogenannten Obergriff, also genauso wie Geiger, Bratscher oder auch Cellisten den Bogen halten. Und so spielen die Kontrabassisten in romanischen Ländern, in Frankreich oder eben auch in Genf beim Orchestre de la Suisse Romande. Und in Genf hatte Mopp dieses Bild ja auch gemalt, im ehemaligen Atelier von Ferdinand Hodler. Und jetzt sehen wir den Solo-Kontrabassisten aus dem uns bekannteren in Wien begonnenen Bild. Und da sehen Sie, dass der Musiker hier mit dem sogenannten Untergriff spielt. Er packt den Bogen also von unten oder eher gesagt von der Seite am Frosch an. Und so wird in den deutschen und österreichischen Orchestern gespielt. Und da dieses Bild in Wien begonnen wurde und als symbolisches Porträt der Wiener Philharmoniker angelegt ist, benutzen die Kontrabassisten hier den in Wien gebräuchlichen Untergriff. Neben den imaginären enthält dieses Orchesterbild aber auch ganz realistische Musikerporträts. So schreibt Mopp in einem Brief an den Wiener Kulturstadtrat: Ich habe bei dem Dirigenten an Gustav Mahler gedacht. Einige Musiker sind Porträts der Wiener Philharmoniker. Natürlich nicht alle, aber Arnold Rosé, Buchsbaum, der Cellist, Stix, der erste Kontrabassist, Niedermeyer von der Flöte und noch einige andere. Es kam mir natürlich nicht darauf an, Bildnisse der Philharmoniker herzustellen. Arnold Rosé, den Konzertmeister aus dem Wiener Bild, den kennen Sie ja bereits. Und hier habe ich ihn einmal aus dem Orchesterbild herauskopiert. Rosé war sagenhafte 57 Jahre lang Konzertmeister der Philharmoniker. Und er war ebenso bedeutsam der Primarius eines nach ihm benannten Quartetts, das Mopp ebenfalls gemalt hat.
Wir sehen Sie jetzt mal zunächst ein Foto dieses Rosé-Quartetts. Dieses Rosé-Quartett war seinerzeit eine Institution, nicht nur in Wien. Heutzutage ist die musikalische Situation ja erfreulicherweise so, dass unser Musikleben eine ganze Menge an erstklassigen professionellen Streichquartetten zu bieten hat. Das war zu Mahlers Zeit noch völlig anders. Da war das Streichquartett etwas, was man zu Hause im stillen Kämmerlein bei der Kammermusik gespielt hat. Und das Rosé-Quartett gehörte zu der Handvoll in Europa führender Konzertformationen. Der Kritiker Julius Korngold, der Vater des Komponisten, schrieb über Rosé: Der märchenhaft junge Konzertmeister wurde auch ein märchenhaft junger Quartettprimarius. Und das war er sehr lange, wie Sie an diesem Altersbild sehen. Das Rosé-Quartett hat ein riesiges Repertoire, von der Klassik und über die Romantik bis hin in die Moderne. Um nur zwei Eckpunkte zu nennen: Das Rosé-Quartett spielt Uraufführungen noch von Johannes Brahms, aber auch bereits von Arnold Schönberg, nämlich von seinem zweiten Streichquartett. Und diese Uraufführung von seinem zweiten Streichquartett führte zu einem der ganz berüchtigten Wiener Skandalkonzerte. Wie aufregend die Konzerte des Quartetts waren, das hat Oppenheimer, wie gesagt, ebenfalls Geiger, malerisch umgesetzt. Sehen Sie mal hier, wie in diesem Quartettbild von 1924 die Atmosphäre geradezu vibriert, wie die Atmosphäre vom Quartettklang in Schwingung gebracht wird. Arnold Rosé war 1863 geboren. Von 1881 bis 1938 war Rosé Konzertmeister des Hofoperndirektors bzw. der Wiener Philharmoniker, also bis zum Lebensalter von 74 Jahren. Und er hätte diese Position noch weiter ausgeübt, wenn ihn nicht der sogenannte Anschluss ins Exil getrieben hätte. Rosé war eben auch ein verfolgter Jude. Glücklicherweise konnte er sich ins Londoner Exil retten, wo er 1946 starb. Und er hat tatsächlich in London mit ebenfalls exilierten Musikern auch noch Streichquartette gegeben. Das nächste Foto stammt von 1899 und hier ist Mahler neben seinem Konzertmeister Rosé zu sehen. Mahler ist 39, Rosé 36 Jahre alt. Und mich berührt dieses Foto immer sehr. Beide blicken zwar in die Kamera, aber eigentlich sind sie doch von der Körperhaltung her einander zugewandt. Ja, sie wirken beinahe etwas wie miteinander verwachsen, wie siamesische Zwillinge. Und das waren sie jedenfalls in musikalischer Hinsicht. Und die beiden sollten sich auch familiär näher kommen, denn Rosé wurde Mahlers Schwager. 1902 heiratete er Mahlers Schwester Justine. Die sehen Sie hier. Dieses Bild ist, Sie sehen das an Mahlers Kleidung, in derselben Fotositzung aufgenommen. Und Justine hatte ihren Bruder Gustav, solange der Junggeselle war, den Haushalt geführt. Justine und Arnold Rosé heirateten bezeichnenderweise genau einen Tag nach Mahlers Hochzeit mit Alma im März 1902. Arnold und Justine Rosé hatten eine Tochter, die nach Mahlers Frau ebenfalls Alma genannt wurde. Diese Alma Rosé ist hier auf einem Foto mit ihrem Vater zu sehen. Alma Rosé war ebenfalls eine Geigerin und zwar eine sehr bekannte. Sie hat durchaus auch mit ihrem Vater zusammengespielt. Es gibt eine sehr, sehr schöne Aufnahme von Bachs Doppelkonzert, wo die beiden spielen. Aber eigentlich hat sie sich, auch um sich vom Vater abzusetzen, ein ganz eigenes Repertoire aufgebaut. Sie hatte nämlich eine Damenkapelle, die mehr oder minder Salonmusik spielte, die Wiener Walzermädel. Und sie war, wie gesagt, in der Wiener Gesellschaft eine berühmte Gestalt. Und ihr heutiger Ruhm ist ja leider von tragischer Natur, denn Alma Rosé wurde nach Auschwitz deportiert und sie half dort vielen jüdischen Mädchen zu überleben, indem sie das Mädchenorchester von Auschwitz gründete und leitete. Alma Rosé überlebte tragischerweise nicht. Sie starb 1944 an einer Typhusinfektion. Und damit sind wir über Mahlers Konzertmeister Rosé am Ende unserer Bildbetrachtung angelangt.
Und es geht mir wie jedes Mal, wenn ich das fantastische Orchesterbild von Oppenheimer ansehe. Es umfängt mich mit seiner bildgewordenen Klanglichkeit. Es bezieht mich in einer Weise mit ein, dass ich mich am Ende kaum noch als außenstehender Betrachter fühle, sondern geradezu zu einem Teil von Oppenheimers Bildkomposition geworden bin. Und ich hoffe, dass Ihnen dies zumindest teilweise ebenso ergangen ist oder so ergeht, wenn Sie das nächste Mal in Ihr schönes Museum gehen und da sich von dem Gesamtbild umfangen lassen. Und ich würde mich freuen, wenn wir das in den besser werdenden Zeiten auch in Hamburg nochmal vor dem Bild oder im Vortragssaal wiederholen könnten. Und ich Ihnen da eben noch die angesprochenen anderen Aspekte vorführen kann, das Musikalische und eben diesen Film des Porträtierens von Heinrich Mann. Da kann man tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes dem Maler Max Oppenheimer über die Schulter blicken. Das hoffentlich an einem anderen Abend und für heute herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.